Also Servus Jungs und Mädels, ich zeige heute mal, wie man ein Refraktometer kalibriert, weil ich habe es zwar im Livestream schon mal gezeigt, aber ich mache da jetzt ein kleines Video draus, weil die Frage kommt da oft, welches hast du, welches benutzt du, welches kannst du empfehlen und wie kalibriert man das? Beziehungsweise viele da draußen, die schicken die Teile wirklich zum Kalibrieren weg und dann haben sie das Ding und dann liegt es, messen sie einmal. Und ja, drauf geht's von vorne los. Also, ich zeige euch mal, wie man mit wirklich ganz einfachen Mitteln das Ding sehr genau kalibrieren kann. Ich habe diesmal einen Kameramann dabei. Dann schwenkt mal runter. Also, sieht man es jetzt. Das hier. Ja, also er ist sehr schüchtern, er spricht nicht. Also, Refraktometer kennt ja jeder von euch, von den Imker. Wichtig ist, dass ihr euch eins kauft, so der Bricks-Bereich. Warte, ich muss aber mal schauen. Der Bricks-Bereich bis 90, warte, ich schaue noch mal, bis 90 Bereich, 90% geht. Also Bricks ist die Dichte. Das heißt, das Refraktometer geht von Honigfeuchtigkeit, also allgemein, das was ihr messen wollt, von der Feuchtigkeit von 12 bis 27%. Viele, vor allem ältere Herren und Damen, die sagen zu mir, sie nehmen kein Refraktometer, weil wenn sie da durchschauen, da sehen sie gar nichts. So ein kleiner Tipp von mir, das hier hinten, das hier, da kann man die Dioptrien einstellen für die Augen. Das wissen viele gar nicht, ich tue mal das runter, dann sieht man es besser vielleicht. Hier kann man die Dioptrien einstellen. Je nachdem, wie stark man die Brille hat oder auch nicht. In der Regel, wenn es ganz reingedreht ist, ist für einfach so. Ich mache das normal so, bevor ich es überhaupt benutze, ich schaue da durch und stelle hier mir, also das geht ja auch mit dem, ich stelle mir hier das erstmal ein, dass ich die Striche und die Zahlen drinnen schön scharf sehe. Das ist eigentlich schon mal alles. Also, dann geht es zum Kalibrieren. Man hat da oben an den Refraktometer eine kleine Schraube. Also da ist immer eine kleine Schraube. Manche haben es auch unten, aber in der Regel ist sie immer oben. Es gibt zum Kalibrieren, ja, weil ich muss ja wirklich am Anfang, ich habe mir alles gekauft, was man kaufen kann, dass man das so genau wie möglich macht. Es gibt so kleine Kalibrierungswürfel. Da braucht man Nelkenöl dafür. Man betropft die als Kontaktfläche in Nelkenöl. Dann legt man die einfach nur drauf, ohne das zu schließen. Schaut dann durch und dann sollte das, je nachdem, was man für einen Würfel hat, der hier hat 19,6%. Dann stellt man auf 19,6 ein und dann passt's. Es geht aber noch viel, viel einfacher. Man nimmt einfach ein natives Olivenöl. Die Marke ist wirklich völlig egal. Wichtig ist natives Olivenöl und Olivenöl. Also kein Sonnenblumenöl, kein Rapsöl, Olivenöl. Weil Olivenöl in Europa, ich glaube sogar fast weltweit, hat als, also das ist wirklich bei jedem so, hat genau 27% Feuchtigkeitsgehalt. Ich zeige das dann, ich schneide das rein. Ich habe mir meinen Sohnemann das gerade gefilmt mit der anderen Kamera. Da haben wir hier durchgeschaut und da sieht man das, die 27%. Ich hoffe, man kann es sehen. Das hat jetzt 27%. Und man könnte jetzt oben an der Schraube einfach drehen und dann geht es nach oben und unten. Ich habe bloß leider jetzt keine Hand mehr frei. Tom, komm mal her. Tom, bitte. Schick dir, nimm den Schanzer mit. Mein Sohn kommt jetzt da mal. Und dreht da oben, siehst du die Schraube. Dreh mal langsam. Da links oder rechts, dreh mal. Weiter, weiter, damit man richtig sieht, dass es verstellt ist. Seht ihr es? Jetzt verstellt es, dreh mal wieder zurück. Ich werde es dann nochmal komplett neu kalibrieren. Das ist jetzt zu weit. Gut. Lass mal. Genau mal ist dann danach, also 27%. Ihr macht es da wirklich einfach einen Tropfen drauf. Verteilt den, dass das ohne Blasen, ich versuche mal, dass man das sieht. Da ohne, dass da keine Blasen drin sind, ja, durchs ganze Rumdrücken. Ist nicht mehr, es soll halt keine Blasen sollen da sein. Dann schaut es da durch und dann mit den kleinen Schraubenzieher nach links oder rechts drehen.
Da müsst ihr wirklich nur ganz wenig drehen, stellt es euch dann genau auf 27 und schon ist das Ding kalibriert. Ich habe das auch mit dem Würfel dann oft verglichen. Es hat bis jetzt immer gepasst, also wirklich immer. Ich habe da auch schon einen Honig dann gemessen, der ins Labor ging und da war maximal bis jetzt Zehntel Grad Unterschied. Also das ist nichts, also das ist wirklich gar nichts. Und das muss kein Refraktometer sein für ein paar hundert Euro. Also die tun es auf jeden Fall. Ich zeige mal, also das ist bei mir das hier RHB90ATC. Also das kann ich empfehlen. Das Ding ist wirklich gut. Das schwankt vom Preis ja immer zwischen 25 Euro und 60 Euro. Also wenn ihr es kauft, am besten im Winter oder kurz nach dem Sommer. Da werden die Teile teilweise wirklich verhökert. Ihr müsst nur aufschauen, wirklich bei dem Brix-Wert. Ihr braucht wirklich die bis 90%. Es gibt ja auch welche für Wein und sonstiges. Die gehen bloß bis, ich glaube, 25 oder so. Also, oder nee, die gehen nur bis 58. Die gehen von 0 bis 58 und das hier geht von 58 bis 90. Ja, das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Danach wirklich hoch mit einem Tuch abwischen, hier auch mit irgendeinem Feuchttuch oder so, also nicht unbedingt voll unter das Wasser. Da vorne ist es eigentlich egal, aber wenn euch da Wasser eindringt, das ist nicht gut. Also ich habe das Teil jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren, bin da top zufrieden, einmal im Jahr schaue ich mal nach. Das hat bis jetzt immer gepasst. Das Einzige, warum ich das jetzt nachstellen musste, ich habe einfach die ganze Box hier, so wie sie war, eingepackterweise, genau so. Habe ich das in meinem Auto vergessen im Sommer. Und da hatte es im Auto wahrscheinlich 60 Grad oder noch mehr. Also das war richtig scheiße heiß. Und dann hat es sich verstellt um ein halbes Grad. Ich habe das justiert und seitdem passt es wieder. Ja, das war eigentlich alles, was dazu zu sagen gibt. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen geholfen. Und ja, das. Also ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen geholfen dabei, wie ihr sowas einstellt, kalibriert. Also ihr müsst wirklich nicht viel Geld ausgeben. Ihr braucht natives Olivenöl. Ihr braucht am besten so eins. Und schaut drauf, dass das ATC dahinter stehen hat. Das ATC... Hier, das ATC, das heißt eigentlich nichts anderes, dass das Temperaturkompensation hat. Also im Prinzip, ob es draußen dann 15 Grad hat oder ob es da 35 glaube ich. Also der Honig, da geht es um beides, um Außentemperatur und Honigtemperatur. Wenn das einen Unterschied hat, also Honig hat 30, außen hat es 20, dann stimmt das immer noch. Und wir reden davon genau, also von einem Bereich, wo das nicht stimmt, wirklich vom Viertelgrad. Also, und wenn einer beim Honigmessen auf ein Viertelgrad, wenn es da auf ein Viertelgrad ankommt, ja, dann sollte er keinen Honig verkaufen. Ja, das war's. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und viel Spaß mit Refraktometer oder auch nicht. Ihr könnt auch Spritzprobe machen, das geht auch, aber. Gut, dann tschüss.